Hallöch, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts 2 mit mir, dem Marschsturm, hier bei uns auf dem Pixelhelden-Kanal. Und wir befinden uns hier vor dem Turnierplatz und wollen gleich mal den Kampf gegen Vivi machen. Kurz mal mit dem Kerl hier reden. Das war ein interessanter Kampf. Aber vergiss deine Deckung nicht, nachdem du Kugeln aufgesammelt hast. Du kannst ja fliehen, um Angriffen zu entgehen. Gegen mich wirkt sowas aber nicht. Ja. Genau, in der letzten Folge hat Vivi ja gegen Cypher gekämpft und ihn besiegt. Und Cypher hat gemeint gehabt, das sei nicht Vivi. Und wir wollen gleich gegen ihn kämpfen. Und nochmal bevor wir anfangen, also bevor es weitergeht. Wie ich es mir gedacht habe, musste ich das Intro rausschneiden, damit ich die erste Folge veröffentlichen kann. Sonst wäre das Video weltweit gesperrt gewesen. Das fand ich richtig unfair, richtig gemein, denn ich habe dann noch so geguckt gehabt, gibt es noch andere Videos, die dieses Problem haben? Nein, viele deutsche Videos haben dieses Intro auch drin gehabt in ihrem Video und es war nicht gesperrt. Es gab, bei ein paar habe ich es verstanden, weil die halt etwas größer waren, okay, die könnten in einem Netzwerk sein, die haben es für die geregelt und so weiter. Aber so 102, die waren halt recht klein, die waren bestimmt nicht in einem Netzwerk und das Video wurde trotzdem nicht gesperrt. Ja, wie dem auch sei, ich habe es jetzt einfach weggemacht. Den Weg des geringsten Widerstands bin ich gegangen und habe es einfach weggeschnitten, damit ihr die erste Folge sehen konntet. Okay, also Leute, ich würde sagen, wir treten mal... Roxas, wir treten mal gegen den kleinen Vivi an. Wir haben 3 Potions, falls es irgendwie gefährlich wird. Es ist Zeit für das Finale, bist du bereit? Ich bin bereit, es kann losgehen. Wir haben ja auch schon gegen Cypher gekämpft. Los geht's. And now, the match you've been waiting for. Roxas versus Vivi. Okay. Wir haben jetzt auch das hier gelernt. Ich weiß, ob gut irgendwie Probleme hat. Oh oh. Im Grunde muss ich jetzt nur noch ausweichen. Und schon haben wir gewonnen. Das wäre langweilig. Ja, Alter, hast du da das Ding groß gemacht? Ich kann leider noch keine Ausweichrolle. Komm schon, du hast bestimmt noch mehr drauf. Gleich geht's ab, ey. Ich werde nicht davon laufen. Ja, natürlich nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Er ist irgendwie nicht so stark wie gedacht. Kommt bestimmt gleich. Noch 3 Sekunden. Gewonnen! Yay! Again? Again? Okay. Und schon wieder niemanden. Ihr wollt alle Ärger, was? Bam, bam. Aha, abgewehrt. Ah. So, hoi. Bam. Gar kein Problem. Roxas, all right. Fight, fight, fight. You really don't remember. It's me. You know, Axel.
Axel. Talk about blank with a capital B. Man, oh man. Even the Dusks aren't gonna crack this one. Wait a sec. Tell me what's going on. This town is his creation, right? Which means we don't have time for a Q&A. You're coming with me, conscious or not. Then you'll hear the story. What's going on? Number 13, Roxas. The Keyblade's chosen one. Okay, fine. You asked for it. That's more like it. Alles klar! Wir dürfen gegen Axel kämpfen. Aua, aua! Okay. Also, Vivi war so ein Dämmerling. Was machst du jetzt? Wow, das war voll der Trick! Also erstmal hier einen Potion nehmen. Aua! Jawohl! Und das! Hey! Oh oh! Oh! Nee, nee, da fall ich nicht mehr drauf rein. Weg hier! Axel! Hast du dich in die Matrix geschlichen? Verdammt, ich wollte eigentlich nicht abwehren. Oh. Bam, bam, bam. Bam. Nee, nee. Ah, das ist fies, ey, dass er danach noch angreifen kann. Hey. Einmal heilen wir uns noch mit dem letzten. Wie viel Energie hast du eigentlich? Er ja, macht nochmal. Jawohl. Yes! Analyse haben wir gekriegt. Damit können wir wahrscheinlich sehen, wie viel Energie er noch hat. Voll gut. Ja, Mann. Im ersten Mal Axel besiegt. So, it was you. Roxas! This man speaks nonsense. Roxas! Don't let him deceive you! Roxas! 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 Olette! Painter! Pence! Olette! What? What just happened? Huh? How did I get here? Roxas! Ladies and gentlemen, Roxas, our new top struggler! Roxas? Okay, also wir sollen jetzt gleich gegen Setzer kämpfen. Puh, Axel getroffen, ihn besiegt. Diz kam gerade und redet davon, dass Axel Unsinn redet. Und Axel will, dass er zurückkommt. So, wo kann ich jetzt Potion kaufen nochmal? Wenn du bereit bist, ja, sprich mit dem Typen. Ja, 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 wo kann ich mir Potion kaufen, verdammt.
La 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 la. Wo ist denn hier die Karte? Einkaufspromenade, ja genau, da. Das hört sich schon mal gut an. Fahren wir mit dem Skateboard mal los. Können grinden. Yeah, habt ihr es gesehen, Mann? Wah! Wah! Steig mal ab. So. Was? Oh, ist nichts dabei, oder was? Was hast du? Du hast geschlossen, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Und der andere ist auch nicht da. Ah, ich kann keine Potions kaufen. Na, auf zurück. Hui. Da drüber. What? Turnierplatz. Okay, dann brauchen wir keins. Komm, den machen wir auch so fertig, Mann. Alles klar, ich bin bereit. Ich bin bereit, es kann losgehen. Come on, ey. You two, play fair now. You're at the top of the bracket. There's only room for one appeal. Well, may the best man win. Hey, Rucksack. How about you throw the match for me? Roxas! Focus! Let me win, and I'll make it worth your while. Get real! Roxas, our underdog hero, versus Setzer, our defending champion. The winner of this match will be the true champion. That's bragging rights for a whole year, folks. Whatever you think is right, you're wrong. And that is a big mistake. My life is a chip. Okay. Als ob ich gegen dich jetzt verlieren werde, Mann. Okay, jetzt nur noch ausweichen. Zack. Haha. Haha. Gib mir deine Kugel, Mann. Ja, kannst ja gar nichts, Junge. Oh, Glück gehabt. Nimm das, Mann. Darauf fahre ich nicht nochmal rein. Are you scared of me? Oh, kann ich auch. Aha, nur noch 3, 2, 1, 0. Idiot! Ich will den Pokal haben, weißt du? Erhöht die Feuer-, Eis- und Blitzresistenz merklich. Trophäe von Struggle-Turnier. Sie ist mit 4 Kristallen verziert. As promised. Thanks a ton, Roxas. One more treasure for us to share.
got a present too, for all of us. Whoa. Kairi, wait up! Hey, do you feel like going out to the island? Tadis and Wak are all wrapped up in their ball game, and they won't go with me. Not today. Sorry. Aw, why not? Do you remember those boys who used to hang out with us? Riku? Yeah. I wonder whatever happened to him. I sure miss him. He's far away, but I know we'll see him again. Sure. Of course we will. And the other boy? What other boy? The one who was with Riku and me all the time. We played together on that island. His voice always used to be there, and now it's gone. I can't think of his face or his name. I feel awful about it. So I told myself, I'm not going to the island until I remember everything about him. Are you sure you didn't make him up? Naminé? Naminé, what's happening to me? Who are you? And that's not my name. I'm Kairi. Kairi, I know you. You're that girl he likes. Who? Please, a name. I'm Roxas. Okay, Roxas. But can you tell me his name? You don't remember my name? Thanks a lot, Kairi. Huh? Okay, I guess I can give you a hint. Starts with an S. Are you okay? What's that? A letter. I wrote it yesterday, to the boy I can't remember. I said that no matter where he is, I'll find him. One day. And when I stopped writing, I remembered we made a promise. Something important. This letter is where it starts, I know it. Wow. I hope he gets it. He will. Starts with an S. Right? Sora? Restoration at 79%. His progress is astounding. So, what happened? Naminé's encounter with Roxas put his heart in contact with Kairi's. And that, in turn, affected Sora. You see? Naminé. She's a wonder. She wasn't born like other nobodies. She can interfere with the hearts and memories of Sora and those aligned with him.
But whose nobody is she? I could tell you. But first, perhaps you could tell me your true name. It's Ansem. It's an honor, Ansem. No way! It's too soon. You can't seriously get rid of him. It's an order. Why do you hesitate? You, who has been ruthless towards those who turned their backs on the organization. But it's not like that. He didn't betray us. He can't come back. If he doesn't return, you know what you must do. Or you will face the consequences. So you'll turn me into a dusk. All right, I'll do it, if that's what you want. Dreaming. But which parts were the dream? Der fünfte Tag. Only 3 days left of summer vacation, so don't even mention that assignment. But we agreed we'd get it finished today. Yesterday, I fell off the station tower, didn't I? You wouldn't be here if you did. But man, that was a close one. Stop changing the subject. Okay, already. You win. We'll do the homework. Stupid independent study. So, anybody got any bright ideas for a topic? Maybe we could study the stuff that's happening to me. You know, the dreams and the guys in white. Forget it. Why? You know, things have been weird with you in the town since the photos were stolen, right? Well, tomorrow, we're all gonna search the town and find out what's been going on. Lots of people are helping out. All that for me? I'll go get some ice cream. Da macht zurzeit diese seltsame Gerücht die Runde. Wollt ihr es hören? Ihr kennt doch die Treppe am Abendrotbahnhof. Wir benutzen die doch andauernd, ohne groß darüber nachzudenken. Aber, und das ist das Seltsame daran, die Anzahl der Stufen ist unterschiedlich, je nachdem, ob man rauf oder runter geht. Im Ernst. Und es gibt noch 6 andere mysteriöse Geschichten wie diese. Fast wie die 7 Wunder von Twilight Town. Du meinst, wir sollten für unseren Aufsatz etwas darüber herausfinden? Pence, du bist ein Genie! Vielleicht machen ja noch mehr solche Gerüchte die Runde. Wir teilen uns am besten auf. Ich mache mich auf die Suche nach den 7 Wundern. Olette und ich hören uns nach 9 Gerüchten um. Komm, Olette. Bleiben noch wir 2 übrig, Roxas. Auf zum Bahnhof mit dem Zug ins Abendrotviertel. Alles klar! Puff!
Da sind wir wieder. Puh, das war eine lange Sequenz, du. Die sieben Wunder von Twilight Town. Okay. Hören sich an wie so Creepypasta-Geschichten. Untersuchen. Pens und Orlettes Lieblingssofa. Willkommen in Twilight Town, der Stadt des Abendrots. Schon, gell, es ist immer so Abendrot hier. Die Dartpfeile, mit denen du und Heiner immer spielt. Heiner. Heiner, Mann, nicht Heiner. Alles klar. Der Hauptbahnhof ist gleich hier, die Anhöhe rauf. Fahren wir mit dem Zug zum Abendrotbahnhof. Innerhalb der Stadt ist die Fahrt immer noch kostenlos, glaube ich. Alles klar, machen wir doch. Hey, da ist hinten das Vivi. Ich muss trainieren, damit ich so stark werde wie Cypher. Du findest ihn auf dem Turnierplatz, aber glaub ja nicht, du könntest ihn schlagen. Hab ich schon. Deswegen habe ich keine Lust, nochmal hinzugehen. Olette, hi. Dieser Heiner. Kaum befragt man zwei, drei Leute, hat er schon keine Lust mehr und lässt mich mit den Worten im Regen stehen, ich soll mich um den Rest kümmern. Er ist jedenfalls schon voraus zum Bahnhofsplatz gerannt. So ein Idiot, ey. Wupp. Wupp. Da ist der Idiot. Hey, na? Hey, na? Versteht ihr? Mir kommen einfach keine Gerüchte über die sieben Wunder zu Ohren. Ihr wollt am Bahnhof in einen Zug steigen, nicht? Hm. Und was mache ich? Weißt du was? Es ist mir völlig egal. The time has come. Our hunt for the seven wonders begins. Whoa! Find new rumors already? Nothing on Market Street. You twerps aren't gonna scoop us. We're going to the terrace with you. Heina, it's not a race. Well, it is now. Come on, we can all go.